Zeitgenie. Also in diesem Klassik sind alle Geistergeschichte, groß oder klein, also lang oder kurz, und gibt's ja männliche Geister, weibliche Geister, dunkle Geister, kleine Geister, Kindergeister. Es gibt auch Fuchs oder Würfel und diese Baumgeister, alle Steingeister, Felsengeister, Wassergeister, alle möglichen Geister. Also Geister haben eigentlich keine einheitliche Form oder Aussehen. Die besitzen verschiedene Magies oder übernatürliche Kräfte und die können die Menschen verletzen und die können den Menschen auch ein bisschen helfen. Und überhaupt die bekannteste Geister in der chinesischen Literatur ist die Xiaoqian, also eine weibliche Geist. Und sie muss sehr, sehr hübsch sein. Also auf jeden Fall, die Chinesen lesen dieses Buch schon seit Jahrhunderten, auch die Taiwaner lesen dieses Buch. Und sie gilt eigentlich als eine der schönsten Frauen in der chinesischen Literatur. Und sie ist ein Geist. Und sie hat ihren Geliebten geholfen. Also sie soll eigentlich ganz nett sein, hübsch und klug sein und so. Also hat ja viele Vorteile, sozusagen. Ja, und das ist auch interessant. Normalerweise, wie wir gerade am Anfang gesagt haben, werden ja die Geister Haoshengdi, also gute Brüder, genannt. Aber gibt es denn eigentlich keine weiblichen Geister, wäre jetzt meine Frage. Sollte ja doch es geben. Ja, man merkt schon zum Beispiel, auf den meisten Opfergabetisch werden vieles auf den Tisch gebracht, abgesehen von den Gerichten oder Fleisch, Geflügel, Blumen, Alkohol. Da gibt's immer welche aus Papier gemachte Fernsehen oder aus Papier gemachte Autos, Haus oder Bedienungen und oft auch natürlich sehr viele Kleidung, und es gibt dann Kleidung in verschiedenen Größen und Männer oder Frauen oder Kinder und so. Ja, gerade da. Wenn man kommt und keine Angst hat zu reisen während dieser Zeit, dann gibt es auch einen Ort, der sich anbietet, also neben dem schon genannten Kaohsiung in Yilan und Hengchun in Pingdong in Südtaiwan. Und zwar ist das hier in der Nähe von Taipei in der Stadt Keelung, die sehr bekannt ist für ihren Hafen. Und dort gibt es zum Beispiel auch zu diesem Geisterfest einen besonders großen Umzug. Und vielleicht wird auch daran erinnert, dass es dort eine große Schlacht gegeben hat in dem Jahr 1853. Und damals haben verschiedene Gruppen gegeneinander gekämpft, verschiedene Familien, die dort um Einfluss gekämpft haben. Und mittlerweile bekämpfen sich diese Gruppen zum Glück nicht mehr, aber man erinnert trotzdem noch an dieses Ereignis. Und jedes Jahr ist eine andere Familie der altansässigen, dort lebenden Familien dafür zuständig, dieses Fest zu veranstalten. Und man sieht dann eben auch Spruchbänder oder so kleine Laternen, die gebaut werden, wo dann auch meistens eben wieder jeweilige Familienname draufsteht. Und das alterniert, also jedes Jahr ist dann eben, wie gesagt, eine andere Familie zuständig. Und für den Besucher bietet sich dort eben unter anderem nicht nur diese Dekorationen, die überall in der Stadt verteilt sind, sondern es gibt eben auch einen großen Umzug, den man sich dort anschauen kann. Allerdings ist das wohl auch eine sehr beliebte Tätigkeit. Also auch die Taiwaner machen vielleicht öfter eine Ausnahme und schauen sich das Fest dort an. Und entsprechend schwierig kann es sein, dass man gerade in der Stadt dann Hotels noch finden kann oder Hotelzimmer verfügbar sind. Die Touristen können wirklich daran teilnehmen. Also wie gesagt, es gibt Umzug normalerweise schon nach dem Mittagessen, fängt langsam an mit dem Umzug, und in einem Umzug gibt es 100 verschiedene Wagen mit Tanz und mit der Musik dabei. Vor dem Tempel werden das Abendessen für die Geister vorbereitet. Das heißt ja, nach dem Abenddämmerung wird dort ein Bankett vorbereitet. Dann hat man wieder diese Vergnügungszeit, viele Oper werden auftreten, gibt es Musik und Tanz und das alles. Und ganz zum Ende und kurz vor der Mitternacht, da gehen alle Leute an die Küste zu Bar Douzi Hafen. Dort werden viele Wasserlaternen aufs Meer gesetzt. Soweit die Wasserlaterne geht, desto mehr Glück wird die Familie, das Glück für das ganze Jahr haben, die Familie, die diese Laterne gebaut hatten. Und so
beendete diesen Tag, dieses Dungenfest. Und Dungenfest fällt gewöhnlich an den 15. Tag des 7. Mondmonats, also wirklich ganz Mitte des Geistermonats. Die Touristen gehen nach Hause und die Einwohner gehen nach Hause, aber die Geister bleiben eigentlich noch in der menschlichen Welt bis Ende des 7. Mondmonats. Das war's für heute in unserer Sendung Kaleidoskop. Vielen Dank für das Zuhören und Kommen machen. Sebastian Hambach und Tobi Hohen. Sie hörten das anständige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Sonntag, den 25. August 2018. Wenn Sie uns schreiben möchten, wir freuen uns immer über Post. Unsere Postanschrift in Taiwan ist Radio Taiwan International, German Service, PO Box 123-109, Taipei 11109, Taiwan. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dort können Sie auch unsere Programme online hören. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 20 Uhr UTC auf der Frequenz 6185 kHz aus Wofferten, Großbritannien. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, was wir heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen und herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Wie